Nee, Natururin schon wieder dran. Heute ein Tutorial, wie ich mit dieser Tasse hier, also mit meiner Ostertasse, wo hier Osterhasen dran sind, hier mein Messer hier schärfen tue. Eigentlich wollte ich FAQ Part 4 machen, beziehungsweise die gesamte FAQ-Videoserie durchmachen, bevor ich ein neues Video mache, also ein anderes Video. Aber weil ich die nächsten 2 Tage eine Outdoor-Aktivität geplant habe und FAQ extrem viel Zeit und Aufwand und so weiter in Anspruch nimmt und ich das vorher wahrscheinlich nicht geschafft hätte, die FAQ-Video Part 4 fertigzustellen und ich euch nicht noch länger ohne Video dastehen lassen wollte und weil so eine Lücke voll Scheiße für den Algorithmus ist, für den YouTube-Algorithmus, dachte ich mir, dass ich dieses Video hier, dieses Tutorial, zwischenschieben werde. So, aber jetzt Messer schärfen mit Ostertasse Tutorial Start kommt. So, das erste, was man macht, ist erstmal diese Ostertasse hier umdrehen. Und hier sieht man diesen Rand. Porzellanrand oder was das ist. Und weil das hier Porzellanrand ist, kann man damit Messer schärfen. Und zwar, man nimmt den Messer, und dann muss man einfach nur so machen. Hier. Und das macht man, keine Ahnung wie lang. Müsst ihr wissen, wie lange man das macht. Aber ich mache das so einige Male, einige Minuten oder so, und dann, das war's auch schon. Und hier, das funktioniert nur deswegen, weil hier dieser Rand von diesem Porzellan, der ist nicht glasiert oder so. Und deswegen ist der rau und der wirkt wie so ein Schleifstein, so ungefähr. So, nachdem ich jetzt diesen Messer hier ein bisschen geschliffen habe, werde ich jetzt mein Fingernagel benutzen und ganz vorsichtig mit dem Messer dran gehen, um zu fühlen, wie scharf das ist. Ich merke, dass das hier unten ziemlich scharf ist, aber hier ist doch ein bisschen Nachholbedarf. Das heißt, dass ich hier noch weiter ein bisschen schleifen werde. So, und jetzt, nachdem ich das hier ein bisschen geschliffen habe, werde ich schon wieder meinen dreckigen Finger benutzen, um zu prüfen, ob das komplett scharf ist. Und ich merke, dass das gut geschärft ist. Das heißt, dass ich jetzt mit diesem Messer, der vorher ein bisschen stumpf war, Papiere schneiden kann. Und hier an dieser Tasse, hier sieht man so eine graue Stelle, so eine Abreibung. Das hier, das ist dieser Metall, was von diesem Messer hier kommt und was diesen Messer hier stumpf gemacht hat. Und aufgrund dessen, weil dieser Metall jetzt hier drauf ist, ist dieser Messer scharf. Und man braucht sich auch gar keine Sorgen zu machen. So eine Tasse kann man auch mit einem Teller oder so machen. Hält so einiges aus. Also kann man damit voll cool Messer schärfen. Aber ich muss dazu sagen, dass die Methode, den Messer mit so einer Tasse scharf zu machen, nicht so viel wirken tut wie mit so einer richtigen Schleifmaschine, wo man den Messer so richtig Rasiermesser scharf hinbekommt. Aber es bringt sehr viel, diese Stumpfigkeit vom Messer loszubekommen. Diesen erfolgreich erheblich schärfer zu machen, damit er wieder richtig schneidet. Das könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr stumpfe Messer haben solltet. Und hier, mir ist in den YouTube Analytics aufgefallen, dass die Zuschauerbindung in den letzten 20 Sekunden eines Videos, also da wo Abspann oder Endcard oder Outro oder wie man das nennt, ist, dass das immer wieder extrem abnimmt, also abfällt, dass da ganz viele Zuschauer weglaufen. Und hier, je weniger Zuschauerbindung am Ende da ist,
desto schlechter wären meine Videos auch vom Algorithmus aufgenommen bzw. vorgeschlagen und so weiter. Und deswegen dachte ich, ab jetzt einen neuen Abspannelement reinzupflanzen. Und darauf, dass ich das gemacht habe, würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Und hier Frühstück gefunden. Bier? Ich habe hier eine Bierke gefunden. Und wisst ihr, warum diese Bierke hier steht? Weil es ein Bierbauer Birkenbaum ist.